Ja, also wir haben hier einen Baum, Fraxinus excelsior, die gemeine Esche. Und der ist im letzten Sturm, der gestern über Deutschland hinweggezogen ist, umgestürzt. Und wir gucken uns das mal an, warum ist er eigentlich umgekippt. Wie gesagt, Fraxinus excelsior, hier im Kronenbereich abgeschädigt. Hätte eigentlich schon bei einer ersten Sichtkontrolle auffallen müssen, dass der irgendwo irgendwelche Schäden hat. Und wir müssen uns das jetzt mal unten am Boden angucken, was ist da eigentlich passiert. Fraxinus excelsior hat ja eine Pfahlwurzel und wir gucken uns jetzt mal die Pfahlwurzel an. Ja. So, jetzt stehen wir hier an der Wurzel von dem Baum und der Baum hier unten ist sehr stark zersetzt. Das ist schon nur noch Pappe, also da kommt kein Baum mehr drauf halten. Was man noch erkennt, sind schwarze Schichten, wo der Pilz und das Holz versucht haben, so eine Sperrschicht zu bilden. Aber der Baum hatte keine Chance durch das Ausbilden der Sperrschicht, die schwarz ist, von der einen Seite, immer sehr gut zu erkennen, den Pilz einzudämmen. Der Pilz konnte weiter dringen. Der hat das Holz zersetzt, sodass sich hier solche Brutmöglichkeiten für Käfer gebildet haben, wo dann auch Käfer sich eingesiedelt haben. Die Würmer von den Käfern haben hier riesengroße Fraßlöcher gebildet und das weiter dafür gesorgt, dass das Holz völlig zerstört. Hier, wenn man etwas näher herangeht, sieht man das Weiße, diese weiße Schicht, das ist der Pilz. Das ist der Pilz und den sehen wir auch, wenn wir mal auf der Wurzel unterhalb der Bodenlinie, hier ist die Bodenlinie, unterhalb der Bodenlinie, sehen wir diese weißen Fäden, das sind die Hyphen, das ist der Pilz. Den sehen wir auch wieder im Holz drin, hier an der Schicht zum Beispiel. Wir können den Pilz auch ganz klar erkennen, welcher Pilz das war. Hier vorne kommt er aus der Wurzel herausgewachsen. Da ist der Pilzfruchtkörper gut zu erkennen. Was man jetzt nicht mehr so gut erkennt, das ist der sparrige Schübling gewesen. Der ist auch hier im näheren Wurzelbereich, ein paar Meter weiter, kommt er aus dem Boden gewachsen. Das sind ja nur die Fruchtkörper, der Pilz selbst befindet sich im Holz. Hier sieht man auch im Holz diese weißen Schichten. Das ist der Pilz, also da ist schon ordentlich drin. Hier sehen wir so eine gewachsene Zunge. Der Baum hat versucht, hier einen Schaden, der hier wohl mal vor Jahren war, wieder zu überwachsen und Stabilität herzustellen, ist ihm aber nicht gelungen. Bei einer Baumkontrolle hätte das auffallen müssen. Hier hätte man jetzt, wenn da Menschenleben zu beklagen wären, schlechte Aussichten als Baumbesitzer vor Gericht freigesprochen zu werden. Ja, so viel. Noch eine Sache noch. Der Baum, wie gesagt, merkt, dass die Pfahlwurzel tot ist, versucht das zu kompensieren über Seitenwurzeln. Die Seitenwurzeln heben sich aus dem Boden raus. Das müsste für jeden schon ein klar erkennbares Signal sein. Warum wächst der Baum eigentlich mit der Wurzel nicht in den Boden rein? Warum hat er so viele flache und vor allen Dingen starke Wurzeln, die nicht in den Boden wollen? Und da muss man sich als Baumbesitzer fragen, was hier falsch ist. Das sieht man hier bei dem Baum auch sehr gut. Wie viele flache Wurzeln hier oben auf dem Boden liegen, die nicht in den Boden rein wollen.